Das Stück beginnt mit einer Tragödie von Ricardo, des Gewahrwerdens, das er einst geliebt hat und was im Grunde seine öffentliche Funktion erstmal auf so einer sehr stillen, psychologisch unterschwelligen Art und Weise torpediert. Es kommt plötzlich etwas auf ihn zu, was emotional ist. Und diese Emotionalität bringt seine öffentliche Maske zum Wanken oder zum Zerbröckeln. Er lässt sich in gewisser Weise auf etwas ein, was nicht mehr rational beherrschbar ist, sondern wo er im Grunde sich öffnet für neue Welten und die Situation ist freier geworden. Das ist sicher eine Form von gescheiterter Hoffnung. Der Raum, in den er kommt, hat auch für viele so eine Assoziation zum 9.11. ausgelöst. Diese Welt kann sich selber nicht mehr tragen. Eine Sache ist darin wichtig, das ist der Anfang vom dritten Akt, das ist diese eigentlich private Sphäre. Also wenn die eine Welt rein funktionieren würde, würde die andere abgetrennt sein. Aber in diesen Zerfallsformen, da ist es plötzlich denkbar, konkrete andere Situationen wieder in dieser Welt dann zu denken. Es gibt jetzt keine Masken mehr, es gibt keine Verkleidungsmöglichkeiten. Die Geschichte hat sich in ihrem Ganzen so verdichtet, dass er jetzt eigentlich nur noch einen Schritt hat, nämlich dahin zu kommen, wo er dann von Renato erschossen wird.